Okay, jetzt sind wir wieder Matt und sind mit Emily unterwegs. Hey, es ist verschlossen. Scheiße, wer war das? Mann, hier läuft ein echt uncooler Streifen ab heute Nacht. Ja. Irgendwie schon, aber ihr könnt ja auch einfach weitergehen. Ja? So, dann gehen wir mal schauen. Oh nein, Leute. Vielleicht hätten wir im Schuppen nachsehen sollen, ob es so war. Keine Ahnung. Ich möchte eigentlich nicht rein. Man nicht mehr vergessen kann, wenn man sie einmal gesehen hat. Ja, stimmt. Aber manche Dinge muss man selbst sehen. Ich glaube, was ich sage. Oh, ich möchte eigentlich nicht rein. Lass uns erstmal schauen, ob wir hier noch irgendwas sehen. Glaube nicht. Doch, hier liegt noch ein Totem. Gut, dass wir da auch nochmal geschaut haben. Vielleicht sehen wir irgendwas. Matt wird irgendwo runterfallen und sterben. Wir spielen ihn gerade. Ich hoffe nicht, dass das so ist. Wir sollen sie alle überleben lassen. Da! Eine Axt! Mir geht's besser mit einer Axt. Was? Ah, ich habe das gar nicht gesehen. Hinweis. Ah, das war die Axt, die gefehlt hat, glaube ich. Irgendwo hat doch mal eine Axt gefehlt. Oh, was jetzt? Hier ist zu, Matt. Mach's halt auf. Brech die Tür auf, oder? Wow, warte kurz. Wenn wir das Ding aufbrechen, wird er uns hören. Irgendeinen besseren Vorschlag? Keine Ahnung. Vielleicht... Da! Was? Ein Fenster. Ganz toll, Matt. Da passt gerade mal mein Lippenstift durch diesen Schlitz. Komm schon. Alles klar. Du passt niemals da durch, du Schrank. Was machen wir? Helfen wir Emily durch oder brechen wir die Tür auf? Ich weiß nicht. Komm, wenn sie stirbt, ist es mir egal. Ich passe nicht durch, aber du. Bist du irre? Ich zwänge mich doch nicht durch das winzige Loch. Echt jetzt? Du zwängst dich auch in noch engere Jeans, Em. Wie bitte? Ist dein Talent. Schön, dann mal los. Geht doch. Weil wenn sie stirbt, ist es mir egal. Dann los, spring mal rein. Oh, verdammt! Los! Sie tut halt so, als ob es so schlimm wäre. Aber ich glaube, er würde auch dadurch passen. Locker. Oh mein Gott! Es ist pechschwarz! Ist echt nicht mein Ding! Ich bin ja hier, Em. Ich kann nichts erkennen! Hier steht so viel Krempel, über den ich ständig stolpere. Schon okay. Ist da ein Riegel? Irgendwas. Oh, Matt, es sind Spinnen hier drin. Echt, mach vorsichtig. Wie soll ich das machen? Hier ist es stockdunkel, du Depp. Hey, ich versuch dir doch nur zu helfen. Beinahe, glaube ich. Beinahe. Ach. Ah, geht doch. Matt, im Ernst jetzt? Ist das Ihr Problem? Ich bin doch hier. Okay, was sollte der Scheiß? Was? Ich stehe da im Stockdunkeln zwischen Spinnweben und Dreck und... Du gehst einfach weg! Em, ich war... Hä? Schluss mit Em! Das killt jedes Fünkchen Vertrauen, das ich vielleicht darauf gesetzt hätte, dass du mich vor den schlimmen Dingen hier draußen beschützen kannst. Und ich bin absolut stinksauer! Wieso hält sie nicht einfach ihre Schnauze? Tut mir echt leid. Diese Frau ist so schlimm. Tja, du hast es ja nicht so mit Nachdenken. Hi, es werde Licht. Oh, Gott, verdammt. Was ist passiert? Das ist irre. Wir waren doch vor ein paar Stunden noch hier. Das muss gerade passiert sein. Was? Oh Gott, stirb. Das muss der Kerl sein. Die. Derselbe wie bei Chris und Ash und Josh. Du weißt, dass das der einzige Rückweg ist. Sag es nicht. Da, die Seilbahn ist ein ganzes Stück draußen. Das, ich meine, das ist nicht weit, oder? Kannst du springen? Ich bin gut, Em. Aber nicht so gut. Trotzdem danke. Tja, Matt, wenn du nicht springen kannst, was sollen wir tun? Ich,
Ich weiß nicht. Er soll nicht springen, weil der ist ja gestorben. Gott, alles ist total demoliert. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier uns das anschauen. Genau, was sie tut. Oh, Leute. Ich will ja gar nicht. Was haben wir hier? Ah, ein Bild. Okay. Und was soll das uns jetzt bringen? Niemand hat hier alles auseinandergenommen. So ein Chaos. Das Ding war ja schon vorher eine Bruchbude. Und keine jetzt? Ahnung. Hey, da. Achso. Feuerwachturm. Zum Feuerwachturm. Hey, vielleicht sollten wir die Seilbahn in Gang bringen und etwas unternehmen, ha? Und du willst noch mit der Seilbahn fahren? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Wirklich freundlich. Ach, so grottig. Okay. Gibt's hier noch mehr? Ja, auf dem Boden. Geh mal weg. Hä? Irgendetwas müssen wir doch tun können. Ja, einfach mal nicht nerven. Hier gibt's so viel Schrott, da muss doch was Brauchbares dabei sein. Toll. Keine Schlüssel, keine Seilbahn. Ja, würde ich immer so sagen. Zurück am Anfang. Was ist mit dem Feuerwachturm auf der Karte vorhin? Tja, wir könnten es versuchen. Vielleicht gibt's dort ein Funkgerät oder sowas. Ich meine bestimmt, oder? Bestimmt. Die Frage ist nur, ob wir da ankommen. Wir müssen zu diesem Funkgerät. Was meint ihr? Zustimmen oder widersprechen? Ich weiß es nicht. Ich bin mir so unschlüssig. Wir nutzen das Funkgerät und rufen Hilfe. Irgendwer empfängt sicher das Signal. Ich hoffe, da gibt es ein Funkgerät. Matt, gute Idee. Funkgerät, sehr schlau. Warum bist du so biestig? Okay. Wir sitzen gerade ziemlich in der Scheiße. Wow, Matt, ist gut. Ich hasse diese Frau. Mann. Oh, Moment. Was tut sie? Was geht bei dir, Süße? Ich hole uns hier raus, Mr. Blödbirne. Oh, sie ist so eine Zicke. Warum stirbt sie nicht einfach? Ja, komm, stirb, Fall. Von mir aus. Ey, sagt mir mal, Leute, wen mögt ihr eigentlich hier von diesen Leuten nicht? Welche Person hasst ihr oder mögt ihr nicht? Und es ist euch egal, ob sie stirbt. Bei mir ist es definitiv Emily. Komm runter, auf diesem Weg kommen wir hier raus. Ja, genau. Oh nein, der ist doch runtergefallen laut dem Tode. Puh. Ich hab nicht aufgepasst. Alles klar? Ja, danke. Weißt du, geh doch vor. Ja, damit ich sterbe, oder was? Okay. Okay, vorsichtig. Okay. Oh mein Gott. Gleich da. Gleich da. Oh Gott. Meine Knie sind ganz weich. Naja, halt nicht rum. Ich war überhaupt nicht drauf vorbereitet. Heiliger Mann. Strohsack, zum Glück ist das vorbei. Ja, aber echt. Dann gehen wir halt weiter. Es gibt ja nichts Schöneres, als hier lang zu laufen. Tschüss. Ich habe keine Lust mehr auf dich. Oh, hier liegt was. Oh nein, ein Totem. Pistole? Führungstotem, okay. Was, wenn's nicht funktioniert? Dann funktioniert's nicht, dann bist du tot. Aber okay, falls nicht, brauchen wir einen Plan. Vielleicht können wir ja runterklettern. Wo runterklettern? Den Berg. Den Berg? Ist das dein Ernst? Wo ist das Problem, Miss? Wir sind ja nicht in einem Flugzeug. Ist fast dasselbe. Es ist stockdunkel. Hey, vielleicht müssen wir ja gar nicht. Glaubst du, der Psychopath gibt einfach auf und haut ab? Nein. Vielleicht. Aber suchen wir uns doch ein Versteck. Oder warten ab. Und bis morgen früh finden wir bestimmt eine Lösung.
Der Baum gefällt mir nicht. Nicht in der Lodge. Das erwartet er nämlich von uns. Ist das so? Sie ist so eine Klugscheißerin. Ich hasse Klugscheißer. Warum stirbt sie nicht einfach? Sie würde ich, glaube ich, nicht überleben lassen. Nein, Spaß. Wir versuchen schon alle zu überleben lassen. Hier kracht es eh gleich ein. Stimmt. Nee? Okay. Ich will mal einen anderen Weg als sie doch. Warte mal. Ist da was? Da liegt schon wieder ein Totem. Okay, Ashley und Chris werden gejagt. Ich will jetzt eigentlich erstmal links schauen. Sie ist rechts. Was ist hier? Hier ist eine Hütte. So, gibt's hier... Hier gibt's was. Sorry, Leute, mein Auge hat gejuckt. So, dann schauen wir da mal rein. Was ist das? Wow, Handy. Das ist Handy von Beth. Ich dachte, die Polizei hätte das Gebiet abgesucht. Na, das haben sie wohl übersehen. Alles klar. Okay, hier gibt es, glaube ich, nichts mehr. Dann gehen wir dahin, wo sie hin möchte. Auf die andere Seite. Das war das Totem, was wir schon haben. Okay. Und nun? Danger. Ja, Matt, wenn ich die Wahl habe, verbringe ich den Abend lieber nicht damit, von einer verschneiten Klippe zu stürmen. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Oh. Matt, was ist das? Ah, die Rentiere wieder. Irgendwas stimmt doch mit denen auch nicht. Die Hirsche meine ich. Das ist doch dieselbe Klippe, wo Beth, glaube ich, mit Hannah runtergefallen ist, oder? Nee. Nee, ich glaube nicht. Wenn du wüsstest. Wollt ihr spannen? Okay. Das war's dann wohl, einen heißen Bad nehmen und auftauen. Liebe Sam. Das ist übrigens mein Lieblingscharakter hier in diesem Spiel. Sam. Um 1.11 Uhr. So, jetzt sollen wir wohl zur Tür gehen. Im Bartetuch gekleidet. Josh? Was zum Henker? Ja, dann schauen wir doch mal hier rum mit der Dame. Hä? Okay, wir müssen da hinten raus. Alles klar.
in die Welt mal schauen. Ich hoffe, hier passiert nichts. Sie soll auf keinen Fall sterben. Scheiß Uhr. Warum hängen die Luftballons? Chris? Mike? Emily? Das geht jetzt langsam echt zu weit, okay? Ich muss ja mit ihr bestimmt darunter gehen. Das ist echt witzig. Haha, seht euch Sam an, wie sie im Handtuch rumläuft. Aber können wir die Sache jetzt bitte beenden, okay? Reicht es euch? Oh, ich muss mein Kabel anstecken. Der Akku ist leer. So, ich weiß nicht, wir müssen schon dem Weg folgen, diesen Luftballons, will ich zwar nicht. Haben wir das das war das Foto, das hatten wir schon. Kann ich meine Klamotten jetzt zurückhaben oder soll ich das ganze Wochenende im Handtuch rumlaufen? Im Handtuch also. Ich mag aber nicht darunter, nein. Mami, ich habe doch keinen Geburtstag. Okay, wenn ihr mir Angst einjagen wollt, ratet mal, ihr habt gewonnen. Es ist keiner im Haus, Sam, muss ich dir leider sagen. Ich möchte aber nicht, dass du stirbst. Echt jetzt? Wo seid ihr bloß? Es ist keiner da. Wow, das ist schräg. Okay, hinter dir. Hey! Bitte mach Leute, kommt nichts. Schon, ich will nicht mehr. Jetzt hört gefälligst damit auf und redet mit mir. Hallo Samantha. Oh Gott, was ist hier? Suchst du nach mir? Ich glaube, deine Suche wird nicht sehr erfolgreich sein, Samantha. Du wirst nur das sehen, was ich dir zeigen will. Und ich habe dir eine Menge zu zeigen. Was ist denn hier los? Öffne die Augen. Oh mein Gott. Eine wahre Augenweide, nicht wahr? Eine hübsche Bademix. Glaubst du, sie weiß, was ihr bevorsteht? Oh, oh nein, bitte. Glaubst du, das waren die letzten schönen Momente im Leben dieser Kreatur? Zeigst du mir das hier? Warum siehst du hin? Nein, ihr soll nichts passieren. Wie fühlst du dich dabei? Oh mein Gott, was hast du getan? Ich gebe dir noch 10 Sekunden. 9. Nein, 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 nein! Oh Gott. 7. Bitte, nein! Nein, bitte nicht. Weglaufen. Scheiß auf die Vase. Komm, 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 renn. Bitte. Scheiße. Spring. Spring. Spring! Komm, komm, komm! Sie soll nicht sterben, sie soll nicht sterben, bitte! Und jetzt? Weglaufen, lauf, lauf, lauf! Verstecken, glaube ich, bringt nämlich nichts. Der wird sie finden. Oh nein. Soll das ein Witz sein? Kein Türgriff? Komm schon, bitte. Nein. Bitte mach hier nichts. Oh Gott. Oh Gott. Noch lebt sie. Komm, komm, hau einfach ab. Weg hier. Weg hier. Komm schon, bitte überlebe einfach. Ach du Scheiße.
Sie darf auf keinen Fall sterben. Maxi. Weglaufen weiterhin. Nein! Verdammt, wir haben eine Trophäe erhalten. Lauter Schrei. Mann, ich hoffe, sie überlebt aber weiterhin. Tja, das war aufregend, nicht wahr? Ja. Sehr gut. Dein Spiel läuft anscheinend wirklich gut. Ja, all der Fortschritt beim Erforschen des Ursprungs deiner Angst. Und du setzt ihn einfach zum Schlechten ein. Deine überwältigende Angst vor Isolation. Du hast sie gegen die Menschen gerichtet, die du so verzweifelt quälen willst. War es das denn wert?